Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich versuche weiterhin unter Schmerzen die letzten vier Spiele zu spielen. Jetzt hoffentlich zwei am Stück und schauen wir mal. Das Krasse ist halt, dadurch, dass dieses Spiel so anders ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man... Okay, das verstehe ich nicht. Gelb gegen Gelb. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass man hier so viele Tore oder dass der Gegner abbricht, auch wenn man viele Tore geschossen hat, echt gering ist. Wir haben es einmal hinbekommen. Das war, glaube ich, Liga. Diesmal passt das mit seinem Trikot. Schauen wir mal. Oh, Fährmann in Form Stürmer. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Mit Shadow? Hä? Das war in Form Stürmer mit Shadow. 77er aus irgendeiner Liga, keine Ahnung, Deutscher. Fährmann im Tor, also ich konnte mir gar nicht das andere, den Rest des Teams angucken, weil ich so überrascht war von dem Inform deutschen Stürmer. Und jetzt konzentrieren wir uns und reden wieder nicht so viel. Oh, schade. Oh, der macht fast noch das Eigentor. What? Hat er bestimmt aus den auf Dreieck gedrückt. Scheiße. Das ist Ginter, oder? Das ist einfach ein Ginter, da steht, würde ich behaupten. So eine Situation nutze ich gerne dann einfach einen Schuss aus der Distanz, weil entweder wird es ein absolutes Hammer-Traumtor, gibt noch eine Ecke, falls der Torhüter rangeht, oder das war halt ein Foul an Traoré. Oder man hat halt den Abschluss beim Gegner, aber man frisst sich auf jeden Fall keinen blöden Konter. Nice. Gegner scheint ein bisschen überfordert zu sein.
Oh, Knabri auf dem Pelz. Toll. Aber der wäre wahrscheinlich eh nicht rein, wenn der Knabri da trifft. Wäre genau auf dem Torhüter. Schön mitgelaufen mit Schmelzer. Ach, spielt Götze, oder? Oh, haben wir ein Glück. Er war alleine vom Tor, also das muss ein Tor sein. Er macht ganz merkwürdige Fehler. Ich hoffe nur, dass wir bald mal hier drei Tore schießen, weil wie gesagt, eins reicht ja nicht, auch wenn wir gerade ein Spiel 1-0 gewonnen haben. War halt auch ein Foul vorher. Oh, die Idee war gut, aber ein bisschen mehr in den Lauf. Also, hätte er noch gehen können. Also, der hatte jetzt schon. Das ist jetzt die zweite, eigentlich, wo er eine hundertprozentige Chance draus machen kann. Wenn er von da schießt, ist es halt keine hundertprozentige. Aber im Gegensatz zu mir hatte der jetzt schon zweimal eine hundertprozentige Chance. Also, der könnte jetzt schon 2-0 führen. Also jetzt war doch nur ein Schuss und ist 0-0. Also, der könnte schon locker 2-0 führen. Obwohl ich insgesamt, abgesehen von diesen zwei Großchancen, die der Gegner, also ich hätte erarbeiten können, halt insgesamt der bessere Spieler bin, würde ich sagen. Das ist schon krass. Richtig Bock auf solche Großchancen, wenn ich ehrlich bin. Und, oh, selbst da kommt Fährmann noch ran. Was für ein Biest. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Glück mit den zweiten Bällen. Das war aber auch wieder schlecht vom Gegner, dass er da nicht direkt passt. So eine Scheiße, Mann! Schon wieder so ein Gegner! Och, meine Fresse. Komplett am Dominieren. Er schafft es dann halt trotzdem, über so eine Scheiß-Drecksituation sich das Tor zu schießen. Hat er auch gut gesehen. Okay, wir bekommen anscheinend jetzt einen Unentschieden, wie es aussieht.
Also, wir bekommen das Spiel nicht gewertet, schön, da können wir nochmal probieren. Aber der Gegner, na gut, ich liege halt 1-0 hinten, ich schieße so wenig Tore. Ist ganz gut, dass wir nochmal dürfen. Sonst hätte ich gesagt, der Gegner war so schlecht, da gewinne ich halt 2-1. Aber wir waren ja nicht am Anfang des Spiels, sondern es war ja schon in der zweiten Hälfte, von daher ganz gut, dass wir jetzt hier nochmal eine neue Chance haben. Zweimal geschossen, ey, das ist so krass. Aber es ist klar, weil ich meine Chancen nicht nutze. Ich würde sagen, Fährmann hat auch zwei, drei richtig geile Paraden rausgeholt. Gerade diese letzte Parade dann, die war schon der Hammer. Also das hätte eigentlich ein Tor sein müssen. Keine Ahnung, wie Fährmann den noch bekommt. Das war eigentlich eine sehr gute Chance. Und die ging halt nicht rein. Boah, es ist zum Kotzen. Schon wieder ist diese. Vor allem FIFA 18, ein Spiel, wo alles. Es ist krass, wie viele Mannschaften man sieht mit der russischen Liga. Und es ist krass, FIFA 18, das Spiel, wo alle sagen, ja, hier total einfach. Tore ist ja auch eigentlich leichter. Hier fallen ja auch teilweise viel mehr Tore. Wie gesagt, er hat dieses 4-3-Spiel gehabt. 7 Tore. Und es ist zwar jetzt anscheinend so, dass man nach dem Patch schlechter trifft, aber ich verstehe nicht, warum ich, wenn ich so dominiere, auch wenn es, wie gesagt, recht viele Distanzschüsse sind, warum da nicht mal einer reingeht. Arang ist guter Distanzschütze, Volland guter Distanzschütze. Endlich mal, ey. Und es ist wirklich in vom Ginter, der da steht. Von daher ist es eigentlich optimal, da immer hin zu flanken, weil der hat ja einen guten Kopfball. Endlich machen wir den mal rein. Es wird aber auch Zeit. Jetzt haben wir mal das Lagertor über die Ecke. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt vielleicht noch ein schönes Tor aus dem Spiel schießen. Wenn ich so verteidige, wie ich jetzt die letzten drei Spiele verteidigt habe, dann könnte sogar ein 2-0 reichen. Oder er macht halt direkt den Ausgleich und dann steht es 1-1 und dann kann man kein 2-0 mehr spielen. Oh, ich wollte gerade sagen, danke für die Ecke, schade. Also, was ist denn mit den Kopfbällen aus dem Spiel los? Auch das hätte reingehen müssen, aber auch hier würde ich sagen, ich habe beschissen gezielt. Das war gerade das 2-1. Oh, ich habe schon auf X gedrückt, scheiße. So, konzentrier dich mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich bei den Kopfbällen es zu genau mache oder was da wieder das Problem ist, dass ich dann so verkacke. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich so verreiße bei Kopfbällen. Das gewesen, ey. Okay, er deckt zu. Ach ja, wir haben ein Neuer am Tor und haben ein Tor gefressen. Was? Mit Neuer am Tor? Wie geht das denn? Aber gut, haben wir ja im letzten Spiel auch, fällt mir gerade ein. Haben wir auch. Ist zwar abgebrochen worden, aber wir haben ja 1-0, lagen 1-0 hinten. Gibt's doch nicht. Toll. Schön gemacht von Hector.
Den gemacht mit Bänder. Der Gegner ist aber definitiv nicht so einfach wie die letzten. Oh, voll an, komm doch mal frei zum Schuss. Mann. So, oh, dann waren wir noch zuletzt dran. Aber so schön gespielt, ohne Scheiß. Nur dieser letzte Schuss, wenn der nicht geblockt worden wäre. Hat er denn da als Außenverteidiger? Der muss ja ultra schnell sein. Oh nein, bitte nicht. Brech jetzt nicht ab. Wehe, es liegt wieder an mir. Wehe, es ist wieder dieser beschissene 24-Stunden-Disconnect. Dann drehe ich durch. Wehe. Fuck you, ich wusste es. Zwei beschissene Spiele geklaut wurden von diesem verfickten 24-Stunden-Disconnect. Ich hab den wieder sonst wo hingestellt. Ich wette mit euch, es kann nur der 24-Stunden-Disconnect sein. Warum soll denn sonst das abbrechen? Oh, was muss ich denn noch machen? Jedes Mal stelle ich es auf neue ein und immer wieder kommt er zu irgendwelchen behinderten Uhrzeiten. Obwohl ich ihn jedes Mal wieder umstelle auf Uhrzeiten, wo es kein Schwein interessiert. Und früher hat es genauso funktioniert. Ich habe nichts umgestellt. Ich habe den gleichen Rechner, ich habe den gleichen Router, ich bin mit der gleichen Internetgesellschaft. Und trotzdem bumst er mich jedes Mal wieder kaputt. Das sind jetzt zwei verfluchte Spiele, die ich abgezogen bekomme. Wegen dieser Scheiße, ey. Da kann ich ausrasten. Mann! Zwei Spieler, das ist ein Rang. Oh. Das ist so zum Kotzen. Bla bla, ich bin überhaupt nicht abgebrochen, ey. Beschissenen Dreckscheiß hier. So eine Scheiße, ey. Noch drei Spiele. Ich muss jetzt alle drei gewinnen für Gold 2. Das ist scheißegal. Aber das, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich gewinne jetzt das nächste Spiel, dann habe ich 11 Siege. Wenn diese zwei Niederlagen nicht wären, dann hätte ich jetzt noch, was hab ich gesagt, hätte ich noch drei Spiele habe ich jetzt, ne, genau. Dann hätte ich jetzt noch 5 Spiele, dann hätte ich quasi 4 Spiele und aus 4 Spielen müsste ich 2 gewinnen für Gold 2. Aber ich meine, es ist jetzt sowieso egal, was eh nicht passieren wird. Dass ich so viele Spiele gewinne in Folge, aber es ist unglaublich. Es ist einfach nur unglaublich. Dieser beschissene Disconnect. Ich verstehe das einfach nicht, warum der sich jedes Mal jetzt wieder umstellt. Ich kann nichts dagegen machen. Und das Ding ist ja, ich weiß ja nicht, wann der sich umstellt. Also ich habe wirklich keine Ahnung, auf was für eine Uhrzeit der sich stellt. Das kann man auch nicht nachschauen oder sowas. Der stellt sich einfach immer wieder auf irgendeine beschissene Uhrzeit. Verstehe das einfach nicht. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Meine Fresse, ey. Bin gerade am Überlegen, ob ich nochmal guck wegen dem anderen. Mal gucken, ob in dieser Scheißfolge überhaupt noch ein Spiel zu Ende bekommen. Anderer Innenverteidiger. Mach jetzt mal 10.000 als Maximum. Innenverteidiger, Rechtsverteidiger meine ich natürlich. Aber ich glaube, Piszczek ist dann eigentlich nur noch das Geile. Der wird halt noch viel zu teuer sein. Oh, Piszczek gibt's für 5,7? Wahrscheinlich, weil er so langsam ist. Okay, na, da kaufe ich mir den jetzt einfach und gebe den Shadow und Scheiß drauf. Ich hätte echt gedacht, dass er noch viel teurer wäre. Ah, wahrscheinlich war es so langsam. Wenn da kaufe ich mir jetzt auf jeden Fall Pisscheck. Ich will noch mal kurz die Werte von Kimmich anschauen. Von Inform Kimmich. Ah, da müsste zu langsam sein.
Der ist so teuer geworden. Ach du Gott, den gab es so preiswert, aber ich hatte kein Geld, um den zu kaufen. Das ist zu langsam, selbst wenn ich dem Shadow gebe. Er hat dann zwar insgesamt so geile Werte, aber ich glaube, ich will den dann erst holen, wenn er eine Second Inform bekommt. Wenn er die Second Inform bekommt, dann ist er einfach mindestens auf 76 Pace. Mit Shadow geht es dann, das ist dann absolut ausreichend. Und dann sind die anderen Werte halt auch so überragend, dass man einfach nicht mehr dran vorbeikommt. Aber ich denke, jetzt hole ich mir echt noch Pisscheck. Der sollte dann von der Pace her einfach nochmal die restlichen Defizite besser auffangen. Sind schon von 4000? Ne. Was? Haben wir nicht gerade einen für 4,7 gesehen? Hä? What? Oh mein Gott, das war ein Schnapper! Das war ein Schnapper für unter 5000! Das wusste ich nicht! Scheiße! Dann hätte ich ihn natürlich total sofort gekauft! Oh, fuck! Aber wir gucken eh mal, ob es ihn mit Shadow schon gibt. Was er da kostet. Also wir kriegen einen für 5000 ohne Shadow. Ja, da ist der mit 8000 billiger. 15 Verträge. Weil Shadow kostet knapp 5000. Wenn wir jetzt 5000 ausgeben, wären wir auf 10.000. Von daher. Ja. Oh, jetzt geht die direkt. Ich habe doch meine Kandidatenliste nicht voll. Das gibt's ja gar nicht. Das kann doch. Hä? Ich hab doch Haufen rausgenommen. Ach ja, wir wollten voll einen Sniper geben, fällt mir gerade ein. Was habe ich denn jetzt gemacht? Och, ich bin schon wieder so angepisst wegen dieser, wegen diesem Dreck, ey. Wir spielen jetzt. Ach, das ist egal, aber es nervt mich trotzdem total. Mann, ey, wenn ich jetzt. Ich muss echt noch ein Spiel wenigstens gewinnen. Wenn ich das nicht schaffe, dann raste ich aus. Ich muss mindestens ein Spiel noch gewinnen, damit ich Ruhe habe und für die nächste Weekend, die qualifiziert bin. Das wäre sonst so krass, ey. Zwei Spiele wieder. Fuck, Mann. Das ist echt heftig. Fuck. So, Pischtek hat schon Shadow, den brauchen wir nichts mehr geben, aber wo ist er, Volland? Nee, Quatsch. Doch nicht Volland. Icardi. Weil den werde ich wahrscheinlich so schnell nicht mehr tauschen und deswegen mache ich bei Sniper erstmal schön das Dribbling und den Schuss hoch. Er kommt da auf 99 Stellungsspiel und 99 Abschluss, also er sollte jetzt noch geiler treffen, wenn es überhaupt möglich ist. Haben wir hier irgendjemanden, den wir austauschen müssen? Nur noch mit einem Vertrag, nee. Das lassen wir erstmal so. Oh, ich werde wieder relativ wenig reden. Ich habe das Gefühl, mein Bauch geht besser. Das ist doch schon mal schön. Vielleicht wirkt der Tee. Und was wollte ich noch sagen? Ja, einfach jetzt ganz, ganz krass konzentrieren, dieses eine Spiel gewinnen und dann die restlichen beiden sind Bonus. Die spielen natürlich auch wegen dem Monat. Ich muss ja auch gucken, dass ich am Monat noch irgendwas reiß. Dass ich da wenigstens Gold werde im Monat. Gold 3. Wobei ich echt nicht weiß, ob ich das schaffe, weil ich weiß halt nicht, wie ich mit den Weekend League spielen, also wie ich mit der Weekend League. Ich glaube, nächste Woche kann ich nochmal komplett spielen. Aber ich weiß nicht, wie es dann halt übernächste Woche und in 3 Wochen ist. Also ich weiß nicht, wie ich die, mit den letzten 2 Wochen diesen Monats, wie ich da zocken kann. Also das könnte sein, dass ich echt nicht schaffe, auf Gold 3 zu kommen. Das wäre natürlich Kacke. Weil meine Foot Champions Karten dann ja nur Silber wären und damit kann ich eh nichts anfangen. Wer steht denn hier? Was steht denn hier von dran? Ist das Brozovic? Der Rossi! Also meine Ecken sind jetzt generell besser geworden, finde ich.
Und es ist das erste Tor für De Rossi. Schön ans Alu ran. Sehr platziert. Ich muss halt aufpassen. Ich versuche immer zu platziert zu köpfen, glaube ich. Das ist generell so mein Problem beim Köpfen. Das ist ja auch schon wieder total weit rechts. Aber sonst wäre er vielleicht auch nicht rein, aber trotzdem schön. So 1-0, jetzt Klappe halten, wieder konzentrieren. Das habe ich schlecht gemacht. Oh, Scheiße, der Gegner verteidigt echt gut. Ja, stellt sich gut hin, geht gut auf den Ballführer drauf. Da spielt eine sehr gute Mischung aus Passwege zustellen und draufgehen. Aber insgesamt ist es schon mehr ein Pressing, was er da spielt. Wie gesagt, das macht er nicht schlecht, dieses Pressing. So, zweites Tor bitte. Muss aufhören, solche leichten Ballverluste zu bekommen. Ist doch nur klar, dass sich da hinstellt. Gefällt mir nicht so richtig, wie ich gegen ihn spiele. Es geht besser im Aufbauspiel. Schade. Oh, Bombe, 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 Bombe! Sehr geil! Sehr, sehr geil! Philippe Andersson, erstes Tor, und was für eins!
Eieieiei, nice. 2-0. Und das gegen einen echt schweren Gegner, weil er echt einschränkend verteidigt. Ziemlich hartes Pressing. Schauen wir mal. Und bei gegen den reicht, glaube ich, auch das 2-0 nicht mal ansatzweise. Auch wenn ich. Ja, der hätte noch einen Schritt gehen können. Auch wenn ich die letzten Spiele jetzt immer ganz gut verteidige. Ich meine, es gefällt mir eigentlich, dass ich wirklich jetzt. Kann auch am Patch liegen, das ist, aber es ist. Das Verteidigungsverhalten hat sich nicht so viel geändert. Es ist ein bisschen einfacher geworden, würde ich behaupten. Aber im Großen und Ganzen ist jetzt nicht so, dass jetzt wieder wie FIFA 17 man hier verteidigen kann. Im Gegenteil. Und ich denke schon, dass ich eigentlich mittlerweile ganz gut verteidige, aber Spiel nach vorne. Wie gesagt, ich vermute ja immer noch und spekuliere immer noch drauf, dass es auch ganz stark mit meiner Formation zu tun hat, dass die einfach nicht geeignet ist für das FIFA 8 oder nicht so gut geeignet ist für das FIFA 18 Angriffsspiel. Ich glaube, das spielen auch die Top 100 Spieler selten. Also, was ich so nebenbei mitbekommen habe, ich glaube, die richtig guten Spieler, die spielen eigentlich nicht diese Formation jetzt momentan. Ich glaube, viele spielen mit zwei Stürmern. Da fällt mir ein, Fünferreihe noch gar nicht gesehen. Was ist mit Fünferkette los? Gerade jetzt, wo Verteidigen so schwer ist, noch keine einzige Fünferkette gesehen. Dreierkette auch nicht, klar, aber Fünferkette ungewöhnlich, dass die fehlt. Ja, okay. Hat irgendwas gewechselt. Das war ein interessanter Ballverlust. Haben wir immer wieder das Problem gehabt, dass Abseits. Haben wir immer wieder das Problem gehabt, dass ich weiß nicht, was ich sagen wollte. So, egal. Was macht ihr da jetzt? Also, das war jetzt irgendwie sehr einfach. Das war mal wieder ein schönes, rausgespieltes Tor, aber das war irgendwie merkwürdig, dass es so einfach war. Ich freue mich natürlich, aber es war jetzt überraschend. Weil so ein krasser Stellungsfehler war ja komplett alleine da. Kann sein, dass er vielleicht ein bisschen auf Pressing gegangen ist und die deswegen zu sehr verschoben haben, die Räume. Das wäre jetzt das Einzige, was so ein bisschen Sinn macht. Oh. Beim 4-0 bricht er vielleicht ab, also 3-0 ist halt noch nichts, aber ich denke 4-0 könnte er abbrechen. Schön, dass wirklich vier Leute hinten stehen, wenn ich auf sehr defensiv spiele. Das gefällt mir. Weil das hat meiner Meinung nach nicht immer geklappt in FIFA 17, dass man da, wenn man sehr defensiv gespielt hat, wirklich dann bei Ecken auch viele Leute hinten stehen hatte. Ich frage mich, ob er dann fünf hinten hat bei Abwehrriegel. Jetzt hat er das leider lange keinen Bock mehr. Ja, jetzt kommen die wilden Grätschen. Das macht Nainggolan interessant. Oder war es Castrop? Das könnte auch Castrop gewesen sein. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Das ist auch viel zu wild unterwegs. Kann auch abbrechen, das Spiel. Das würde mir entgegenkommen. Scheint noch nicht ganz aufgegeben zu haben. Aber wieder, wenn es 4-0 fällt, war es das, denke ich. Ja, was macht er denn da für komische Pässe dann?
Jetzt bricht er bestimmt ab. Geht trotzdem rein und dann gibt es auch beim Feld. Ach, Icardi macht auch wieder sein Tor, sehr schön. Haben wir auch schön verzögert mit El-Sharawi und dann nochmal gepasst. Sharawi macht, oh, ein bisschen Lack. Sharawi hat auch jetzt zwei Scorerpunkte gemacht. Vorlage Tor. Oder Tor Vorlage, so rum. Ja, Icardi gefällt mir echt gut. Das hätte ich gar nicht gedacht, weil seine Werte, die auf der Karte stehen, halt gar nicht so überragend aussehen. Aber die Ingame-Werte, die Abschlusswerte sind halt einfach überragend. Und so spielt er sich auch. Icardi in Form, wäre geil. Kommen wir auch ein bisschen mehr Pace. Würde ich auf jeden Fall. Hatte Icardi nicht auch 1 Million Informs in FIFA 17? Hat glaube ich auch kein Upgrade bekommen. Hat glaube ich in FIFA 17 84er. Dann haben sich die Leute aufgeregt. Weil er, wie gesagt, gibt nicht auf, aber 4-1 wird hoffentlich jetzt keine Aufholjagd. Da haben die Leute sich auch aufgeregt, dass er kein Upgrade bekommen hat. Weil ich glaube, er hat sehr viele Informs gehabt. Ich kann auch nicht, dass ich ihn verwechselt, aber ich dachte, hat mir nicht auch von Icardi die dritte Inform gezogen oder so, wo ich mich mega gefreut habe und gedacht habe, boah krass, dritte Inform, 88er Icardi, der ist bestimmt viel wert, und dann mache ich gerade mal 100.000 wert oder so, ich glaube irgendwie so. Oh, getunnelt, oh, das wird ein Lagertor, wenn es wird. Ja, schön getunnelt, aber jetzt sind es halt nur noch zwei Tore, das ist ein bisschen scheiße jetzt, muss ich zugeben. Ich werde da jetzt hier nicht etwa ein 4-0 abgeben, nee, das geht gar nicht, komm. Ich schieße jetzt noch ein 5-2 von daher. So wie zum Thema in FIFA 18, ich schieße einfach nicht genug Tore und es fallen nicht mehr viele Tore und bla bla bla. Jetzt ist es wieder mal soweit. Jetzt ruhig sein, wieder konzentrieren. Das wäre es gewesen, wenn jetzt hier wirklich das 3-4 gefallen wäre. Ey, ich will zweimal zu meinem Stürmer passen, der komplett blank steht und beide passen nicht hin. Oh, ist das traurig. Dass es hier nochmal so spannend wird. Ich dachte echt, der Gegner hat aufgegeben. Schon beim 3-0 mit diesen Grätschen etc. Sharawi schon wieder verletzt. Er verletzt sich auch gerne mal, kann es sein? So 79, wenn er jetzt noch ein Tor schießt, dann gehe ich auch hardcore auf Zeitspiel, von daher. Wie weit ist es entfernt? 68, warum gehen sie mir denn Nainggolan mit 68? 71, 71, 78. Ach so, es sind ja 32 Meter, da lege ich einfach ab. Ich habe gerne einen Linksfuß. Wieso steht denn der so da, wenn es ein Linksfuß ist? Nein, geil. Oh, der war gar nicht schlecht. Krass. Ich dachte, er geht niemals rein, so flach wie der ist, aber so sah es dann doch nicht mehr aus. Oh, ist noch ein Eigentor. Nice. Krass, wie die hier alle vorn stehen, ey. Das wird echt auf den tollen Angriff.
eigentlich auf den zweiten Pfosten flanken. Wirklich bis zum Ende durch. Fällt mir. Also ist. Dem ist Respekt abzuringen. Kann natürlich sein, dass er jetzt privat total am Fluchen ist und total am Ausrasten ist. Das weiß ich ja nicht, aber man merkt es zumindest nicht. Oder ich merke es zumindest nicht. Dieser Klein nervt so krass als Außenverteidiger. Das ist der Wahnsinn. Das ist halt, dass er so schnell ist und aber halt auch. Ah, oh, da hätte ich direkt nochmal hochlegen müssen. So schnell ist aber auch mega Körpersteig. Also zumindest war das bisher immer und ich glaube, das ist immer noch. Dann wieder. Sehr schön, wir haben Gold 1 geschafft. Ach, Gold 1 sage ich schon, Gold 3 geschafft. Das ist mir am wichtigsten gewesen. Wir sind qualifiziert für die nächste Weekend League. Jetzt mache ich noch eine Aufnahme, wo ich die nächsten beiden Spiele spiele. Und also die letzten beiden. Und dann finde ich mich damit ab, dass ich Gold 3 bin. So, Tore. Icardi, El Shaarawy, De Rossi und Philipp Andersson. Vorlagen. Zweimal Brozovic, einmal Shaarawy, einmal Nainggolan. Und ich denke trotzdem, dass wir verdient gewonnen haben. Also, auch wenn es am Ende nicht mehr ganz so hoher Abstand war. Also, es ist schon krass, dass er da aus einem 4-0 noch ein 4-2 macht. Aber gut, zwei Tore. Was hat er denn? Oberkörper eine Partie. Bender, 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 Traoré, Traoré, Traoré. Wenn wir einmal dabei sind, es wäre grob fahrlässig, Schmelzer bleibt. Es wäre grob fahrlässig, jetzt nicht nachzuschauen, ob wir noch einen anderen Sechser haben, den wir uns leisten können, auf den wir Bock haben. Und einen anderen RM. Traoré ist okay, aber jetzt nichts Überragendes. Auch da schaue ich nochmal mit 10.000 nach. Mehr gebe ich momentan noch nicht aus. Was habe ich gesagt? Sechser und... Ja, ja, mit Shadow, genau, das ist eine gute Idee. Ich meine, ich hätte gerne einen Sechser mit Shadow, aber ich will jetzt erstmal nur die Spieler nachgucken. Gilavogi, Gilavogi, Gilavogi. Wen spiele ich da gerade? Bender. Mit Bender bin ich zufrieden. Ich brauche jetzt nicht unbedingt Gilavogi. Ich glaube, alle anderen sind wohl deutlich teurer. Wenn ich das richtig sehe. Ich würde halt super gern Bender mit Shadow spielen, aber das ist mir eigentlich zu teuer. Man könnte mal gucken, was Anchor, was der Champions League Style Anchor kostet. Wenn der deutlich preiswerter ist, dann könnte man das mal draufklatschen. Ja, gibt's hier leider nicht. Ich merke mir trotzdem mal nachschauen, was Bender mit Shadow kostet. Aber erstmal gucken wir uns RM an. Das ist Traoré, den kennen wir. Coman könnte man noch testen, ob der einen noch besser gefällt. Hat einen besseren Schuss, etwas schlechteres Dribbling, insgesamt schneller. Schlechterer Pass. Soll sich einmal super geil spielen lassen, wäre mal eine Idee. Bellarabi wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber... Ist auch noch ein 82er, nicht so viel besser als Traoré, aber wäre eine Möglichkeit. Aber ich denke, ich würde vorerst mal Coman nochmal testen, es sei denn, der ist, was ist der echt 7-3 oder ist es gerade einfach nur die teure Variante davon? Hermann. Pulisic, schlechter Schuss. Na, gibt's in der Preiskategorie auch nichts. Das heißt, wir schauen jetzt mal nach, was Coman kostet, was der so wert ist. Wenn der zu viel kostet, nehme ich den natürlich nicht. Das ist meistens ein 79er. 5,7 ist mir eigentlich immer noch zu teuer für einen 79er. Hallo? Ja, der ist noch viel zu teuer. Das könnt ihr vergessen, den nehme ich nicht.
Dann schauen wir mal nach, was Bellarabi kostet. Den habe ich ja letztes Jahr als Inform auch lange gespielt. Oder als normaler Spieler oder als Inform, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. 6, 7, ich glaube, da bleibe ich erstmal bei Traoré. Ich glaube nicht, dass er so viel geiler ist. Nee, der ist mir zu teuer. Bleibe ich erstmal bei Traoré und jetzt wollte ich noch schauen, was der Bender mit Shadow oder mit Anchor, das wären die beiden interessanten Chemistry Styles, was er da kostet. Vielleicht gibt es da irgendwie gerade einen Preiswert. Oh, den gibt es gar nicht mit Shadow, okay. Was ist mit Anchor? Gibt es ihn einmal mit zwei für 2,6? Das ist die Frage, was kostet denn Anchor an sich? Und was kostet denn Bender ohne Anchor? Ich hoffe mal, da ist er nicht weg, aber wir gucken jetzt einfach mal. 1,9, 2000. Okay, 1,3, also er kostet quasi gar nichts. So, 1,3, 1,3. Und jetzt gucken wir nach, was Anchor kostet. Drei, fünf, drei, zwei, drei, eins. Okay, das ist ein absoluter Schnapper, der Bender. Weil der Chemistry Style an sich kostet schon mehr als die ganze Karte. Kann natürlich sein, dass er jetzt weg ist, aber wahrscheinlich nicht. Weil da kann ich nämlich auch darüber, dass ich quasi versuche, die mit Chemistry Styles nochmal zu kaufen als Aufwertung, kann ich dann auch darüber mein Team verbessern. Logischerweise. Wir gucken nochmal nach, aber Anchor war schon Tempo, Defense, Physis, genau. Das passt natürlich perfekt. Nee, Moment mal. Was mache ich denn jetzt? Ich packe den mal auf die Transferliste, weil ich muss dem anderen ja erstmal. Moment, und ich habe Traoré. Wir können auch mal gucken, ob es Traoré mit einem guten Chemistry Style gibt. Was immer geht, ist Engine bei denen. Maestro ist, glaube ich, auch interessant. Okay, dann nicht. Ja genau, weil ich muss ja jetzt dem Bender, den ich verkaufen will, dem muss ich ja noch einen Vertrag geben, damit ich ihn nicht ohne Vertrag verkaufe, weil dann geht er schlechter weg. So. Langsam, aber sicher wird unser Team schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ich sag schon mal, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.